Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Total War Attila, der letzte Römer. Wir spielen mit den Franken, mit dem fränkischen Königreich und werden hier von den Bretonen angegriffen. Ja, wir haben keine Chance, aber die werden wir jetzt versuchen zu nutzen. Er hat auch noch Verbündete, wir haben eine kleine Garnison von 42, eine Flotte. Feuer und Stahl. Gut, das ist Makulatur. Aber ich kann euch die erste Schlacht zeigen. Das finde ich sehr gut. Wir werden die Stadt aber auch wieder zurückerobern. Das hoffe ich zumindest. So, was neu ist, wir haben die Möglichkeit, uns zu verbarrikadieren. Also, er kommt erstmal von nur einer Seite. Das ist schon mal schön. So, dann können wir hier entsprechend schon mal dich so ausrichten, dass du hier an Land kommst. Ja, was haben wir? Wo können wir eine Barrikade hinsetzen? Hier haben wir einen Turm. Es gibt jetzt auch Türme. Ja, das wird geil. So, wir haben... Hier wird eine Barrikade angezeigt. Ich würde die hier hinsetzen. So, dann haben wir hier Fernkämpfer. Wir haben den General. Ja, wo setze ich dich denn hin? Wo soll ich dich hinsetzen? Am besten du kommst irgendwie von hinten. Rennst hier rum und fällst in den Rücken. Dann setze ich nämlich hier meine... Bogenschützen hin und hier... Ein Ausblenden. Ach, schau mal, man muss nur draufklicken. Es ist manchmal so einfach. Also, Munition. Hervorragend. Feuerrate. So, wo stellen wir dich auf? Wo stellen wir dich auf? Schlachtfeld anzeigen. Ja, wird angezeigt. Ich würde euch einfach Jente aufstellen. So, und ja, wie gesagt, wir haben keine Chance. Nutzen wir die. Mit Kriegern bemannt. Der Feind ist uns zahlenmäßig überlegen. So, das wissen wir. Das ist uns bekannt. Feindliche Unterstützung wurde gesichtet. Verteidigt diese Mauern mit eurem Leben. Und wenn sie durchbrochen werden und wir in den Straßen kämpfen müssen... Dann wird die Eindringlinge. Ja, das heißt, Armeefenster lassen mir doch angezeigt. Also, ich habe hier gerade ein bisschen gespielt, was geguckt. So, weiter geht's. Ja, guck mal, da kommt Unterstützung von hinten. Das ist gar nicht gut. Wir sehen das hier auf der Karte. So, dann schicke ich euch mal ganz schnell auch hier hin. So, ihr geht mal hier vor. Und ihr geht auch hier vor. So, dann zieh dich und dich mal auf die 1. So, dann laufen wir hier rüber. Hier, bitte. Okay, ja, wollen wir mal schauen, was das jetzt hier gibt. Ja, die Bogenschützen sind schon... Werfen schon die ersten Pfeile, schießen schon, das ist gut. Und es ist auch gut, dass wir hier hinten raus noch unsere Einheit haben. Jetzt freue ich mich, warum die sich hier gerade nicht bewegt. So. Stellt euch mal hier auf. So, und ihr kommt mal zügig hinterher. Ein Turm ist gefallen. War klar. Der Feind greift unseren so. General an. Dann greifen wir an. Na, Sperrwall kann es jetzt nicht mehr machen. So, stelle ich mal so auf hier. Wie ihr sagt. Du sollst dich bitte so aufstellen. So, und dann macht schnell den Sperrwall. So, und ihr greift mal dahinter an. Wir müssen die
Barrikade, verteidigen! So, und rein da. Rennt in die Speere, jawohl. Sehr geil. Ja. Ihr kommt mal unterstützend hinterher. Und greift hier an, hier hinter. Und geht hier mal einfach drauf. Peitsche einsetzen. Lose Formation. Ja, und guck mal, wie lange ihr hier für Unruhe sorgen könnt. Feindliche Einheiten haben sich gesammelt und sind in die Schlacht zurückgekehrt. So, greifen wir an hier. Habt ihr schon keine Munition mehr? Habt ihr noch Munition, ne? Doch, habt ihr noch. Scheiße, guck mal, da regnet es hier Pfeile auf uns. Manche Briganten. Ja, greif weiter an da. Ihr geht mal auf die. So, mal schauen, wie viel Schaden wir hier nehmen können. Ja, das... Freunde, wie lange werden die Linie aushalten? Ja. Die Männer haben ihre Waffen niedergeworfen und fliehen. Ja, komm. Vielleicht kannst du wenigstens den General platt machen. Ja, ich glaube nicht. Totales Chaos. Ja, die Einheit ist platt. Die Einheit ist hinüber. So, mach nochmal brennendes Geschoss. Ah. Gefecht beenden. Egal, Freunde, das war abzusehen. Wir haben immerhin 291 Verluste. Teilt die Bogenschützen am 105. Die haben am meisten Schaden genommen. Gemacht und... Ja, bei denen die Kavallerie, ja, wie immer. Also, Kavallerieeinheiten sind sehr, sehr gute Einheiten. Deswegen will ich sie unbedingt haben. So. Ich hätte gerne den General noch getötet, aber... Man kann nicht alles haben. So, das heißt aber auch für uns, dass wir unsere Einheiten nach Britannien hin konzentrieren sollten. Um dort einen Gegenangriff zu starten. So, was machen die Burgunder? Es wird jetzt interessant. Greifen sie die Stadt an oder greifen sie nicht an? Ja, war klar. Aber nur mit einer Einheit. Wir haben noch keine Ausrüstung, werden hier aber trotzdem kämpfen. Ja, würde ich sagen. Da ich der Meinung bin, dass wir dann einfach mehr Schaden machen. Wie als wenn ich das Ganze von der KI berechnen lasse. Und so, was hat er hier? Speerkämpfer, Axtkämpfer, Kavallerie, Bogenschützen. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder die Bogenschützen gut positionieren. Und vielleicht dann mit den anderen beiden Einheiten ihm in den Rücken fallen. Hinter der Barrikade, das wäre eigentlich nicht schlecht. Ich werde mal schauen, wir werden eine Barrikade machen. Er kommt von zwei Seiten, ne? Natürlich. Für uns schlecht, für ihn gut. So. Wo können wir uns verbarrikadieren? Hier macht das wenig Sinn. Er wird sowieso hier durchkommen. Ja. Also. Wir können die Barrikade nehmen, aber... Ja, das ist... Mit geschossen! Bewaffnete Krieger! Leichte Plänkler. Niedrig Munition, hervorragend Feuerrate. Dann kann ich euch hier in der Mitte stationieren und dann... So, macht ihr mal die... So, den Speerwall. Dann haben wir außenrum unsere Einheiten und ja, Gefecht. Was sollen wir schon machen? So, ich mach mal auch schnell. Der Feind ist uns zahlenmäßig überlegen. So, das ist nichts Neues, das wissen wir. Warum haben sich die... Tödliche Geschosse bereit! Warum haben die sich jetzt nicht hier oben... Geschoss, Krieger! ...positioniert? Wir hungern nach Blut und Kampf. Ja, aber zacki! Für den Sieg. Zacki, zacki! Verdammt! Warum haben die sich nicht direkt da oben positioniert? Eieiei. So, jetzt macht mal zügig hier.
Ihr braucht euch nicht hier vorher noch jedes Monument angucken. So, rauf da, ab auf den Wall. So. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Ja, alles klar. Auch bekannt, auch nichts Neues. Aber mal schauen. Wollen wir mal schauen. Ja, hier gehen schon die ersten Salven über unsere... auf unsere Briganten. Ja, ich kann nichts anderes machen, als mich hier zu verbarrikadieren. Der Feind greift die Barrikade an. Und zu warten, dass er angreift. Hier kommt die Kavallerie. So, versucht mal, ob ihr hier ein bisschen Schaden nehmen könnt. So, jetzt hoffe ich, dass sie hier in unsere Speere reinrennen. Jawohl. So, da können wir die ordentlich aufreiben. Da können wir die ordentlich aufhängen und sie nehmen. Ja, nehmen wenig Schaden, aber ihr seht, Freunde, es sind einfach zu viele. Und die haben auch die Schilde. Ja, die haben alle Schilde. Also kommen wir auch mit unseren Bogenschützen nicht weit. Ne? Das ist leider Gottes. So, was mit dir? Kannst du... So, ihr werft hier auch die Pfeile. Unsere Bogenschützen... Ja. Stehen hier rum. Bonus gegen Kavallerie, Feuergeschosse. Grundschaden. Signalgeschoss. So, geht immer auf die Einheiten. Hat der Feind seine Niederlage? Ich finde das ja toll, wie optimistisch. Wie optimistisch er ist. So, und hier machen wir mal unser Standardgeschoss. Machen wir das brennende Geschoss bitte. Und geh da mal hier auf die burgundische Garde. Du auch. Ab auf die burgundische Garde und rein da. Unsere Männer haben aufgegeben und rennen ja, haben um ihr Leben. Lange durchgehalten, ganz ehrlich. So, geht ihr mal hier drauf. Und ihr da drauf. Wir machen nochmal das Standardgeschoss. Auf den Mauern. Ja, keine Chance. Keine Chance. Und vielleicht nimmst du hier noch gegen die germanische Schar. Nee, nimmst du auch nicht mit alle Einheiten sind kaputt. Ja, Freunde. Das ist eine Schande. Ja, also als Schande würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Da wir haben ihm mehr Verluste beigebracht als er uns. Und haben... Jetzt wollte ich kurz gucken, wer wie viel Schaden gemacht hat. So, zweite Stadt verloren. Aber was macht er? Plündert er oder Siedlung ausgeraubt? Zustand ist er. Jetzt machen wir extremes Minus, Freunde. Ausgeraubt. Okay. Noch eine Siedlung ausgeraubt. Feindliche Agentenaktivität. Wo haben wir die denn? Und eine Hungersnot. So, der Eistulf und der Gisolf. Wir sollten gucken, dass wir die Stadt wieder zurückerobern. Zum Kampf. Da, er ist aufgestoßen in Paris. Also wir schauen erstmal. Ausländische Eindringlinge, das wissen wir. Bretonien gegen Fränkisches Königreich, das sind wir. So, die Stadt wurde geplündert. Entwicklung, Einberufungssystem, okay. Momentan wird erforscht. Zwangsherbann. Das ist auch schön. So, wir haben Erlasse erteilt. Versteckter Agent. Weg versperrt. Und wir haben die Nahrungsmittelknappheit. So, da können wir jetzt sowieso nicht viel dran ändern. Finanziell haben wir kein Geld. Also können wir nichts machen. Nach einem Kampf. So, die 10.000. Und hier haben wir Feuer und Stahl. Die Stadt hier, die wurde auch ausgeraubt, ja. Reparaturkosten 1100 noch was, 432. Boah, das ist ganz schön teuer. Ich erwarte eure Befehle. So, Witwald hat erstmal hier zwei Fähigkeitspunkte. Also,
Wir haben, hier sehen wir entsprechend immer die Fähigkeiten. Und ja, auch wo die hinführen. Also ich würde erstmal hier auf die Ehre gehen. Und den zweiten Punkt nochmal auf die Ehre gehen. So, zwei Punkte, das ist okay. Jo. Also wenigstens hat er uns keine Stadt weggenommen. Aber wir haben Verluste eingenommen. Schwere Verluste. So, ziehe ich beide Einheiten in die Stadt. So, um hier auch ein bisschen für öffentliche Ordnung zu sorgen und würde gerne Gebäude reparieren, die mir Nahrung bringen. Ja, ich denke mal, es ist ausgeglichen, zumal die jetzt sowieso zusammen als Team kämpfen werden. Schauen wir mal rein. Ja, hier die Weizenfelder. Die sollten wir auf jeden Fall reparieren. So, jetzt haben wir hier Möglichkeiten. Wir können einmal sagen reparieren. Wir können es abreißen oder umbauen. Ich würde erstmal sagen reparieren. Die 546 sind gut angelegt. Das war hoffentlich in der nächsten Runde da. Wieder von der Nahrung hinkommen. Plündern, Verwüstung durch Gefechte. Ja, müssen wir mal schauen. Also, was machen wir jetzt mit unserem Geld generell? Handel und Finanzen, kriege ich das durch eine höhere Steuerstufe abgedeckt? Ja, Steuerauswirkungen sind katastrophal. Für die nächste Runde erwartete niedrigste öffentliche Ordnung. Austrasien, minus 52. Freunde, ich denke mal, das müssen wir jetzt eine Runde mal so tun. Damit wir zum einen ein bisschen Geld einnehmen und zum anderen kein Minus machen. Wachstum minus 3. Ja, müssen wir durch. So, hier haben wir unsere Statthalter sind eingestellt. Die gehen sowieso schon auf Steuersatz und Baukosten. Also übrigens durch die negative Nahrungsversorgung werden auch unsere Einheiten ein bisschen sterben in der nächsten Runde. Aber ich hoffe, wir können das wieder auffangen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich sehr, wenn ihr in der nächsten Runde wieder dabei seid. Und vergesst den Daumen nicht, den nach oben. Euer Björnsen1.